Am Wort ist nun Hannes Amesbauer von der FPÖ. Sie waren ja sehr, sehr schweigsam, aber jetzt gehen wir es nochmal an und probieren wir es heute noch einmal. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Dinge auch zu besprechen. Ja, wir sprechen unter anderem jetzt über eine Änderung des Asylgesetzes. Und was liegt näher, um auch hier über die aktuelle Asylsituation natürlich uns zu unterhalten? Und es ist ja auch so, Sie verfolgen ja die Aktivitäten des Innenministers der letzten Tage, aber auch der Generalsekretärin der ÖVP, wo ja wieder nach einer restriktiveren Asylpolitik gerufen wird, vermutlich um von eigenen Verfehlungen in anderen Bereichen abzulenken. Das Spiel kennen wir ja seit 2017. Aber schauen wir uns die aktuelle Asylpolitik in Österreich an. Und weil ich ja gerade von 2017 gesprochen habe, 2017 ist ein Stern am türkisen Himmel empor gestiegen, der mittlerweile verglüht ist, ein gewisser Sebastian Kurz, der hat damals die Wahl mit dem Schmäh gewonnen, er hätte die Westbalkanroute geschlossen. Und dann schauen wir uns die aktuelle Situation auf der Westbalkanroute oder überhaupt bei den Außengrenzen, bei den europäischen, bei den EU-Außengrenzen an. Wir haben in den ersten 5 Monaten dieses Jahres 86.420 illegale Grenzübertritte, was die EU-Außengrenze betrifft. Das heißt, Schengen funktioniert nicht, der Außengrenzschutz funktioniert nicht, aber das wissen Sie ja besser wie ich, Herr Minister, darum stellen Sie auch im Wochentakt neue Forderungen auf. Zwischen Jänner und Mai hat sich die Zahl der illegalen Grenzübertritte alleine über die Balkanroute, die der Herr Kurz geschlossen hat, schon vor Jahren, fast verdreifacht. Über 40.000 über die Balkanroute. Und das sind jetzt keine Erfindungen vom Herrn Amesbauer oder von der Freiheitlichen Partei. Das sind die offiziellen Zahlen, die die Europäische Grenzschutzagentur Frontex bekannt gegeben hat. Und die meisten davon kommen aus Afghanistan und Syrien. Und wenn wir uns Österreich anschauen, waren das in den im ersten Jahresdrittel dieses Jahres 16.000 Asylanträge. Das heißt, wir werden bis zum Ende dieses Monats an die 20.000 oder über 20.000 Asylanträge in Österreich haben, trotz der von Ihrem Vorgänger Karl Nehammer versprochenen de facto Nullzuwanderung, die er uns im Jahr 2020 schon versprochen hat. Und auch im Vorjahr hatten wir ja über 40.000 Asylanträge. Das heißt, diese ganzen Aktivitäten von der ÖVP, die ständig Verschärfungen im Asylrecht fordern, der größte Hohn ist ja, dass der Innenminister schnellere Asylverfahren gefordert hat. Ja, das fordern wir auch. Selbstverständlich brauchen wir schnellere Asylverfahren, aber es ist ja seltsam, wer das fordert. Weil wer in Österreich ist denn zuständig für alle erstinstanzlichen Asylverfahren? Das ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Und das ist eine unmittelbar dem Bundesministerium für Inneres nachgeordnete Behörde, meine Damen und Herren. Also da sehen Sie, wie dieser Schmäh der ÖVP entlarvt wird. Hier gibt es keine Asylpolitik, sondern nur eine Asyl-BR. Und das wollen wir ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diese illegale Massenzuwanderung hat ja verheerende Auswirkungen auf Österreich, verheerende Auswirkungen auf unsere Sozialsysteme, enorme Kosten, vor allem im Gesundheitsbereich, aber auch in anderen Bereichen, gesellschaftliche, kulturelle Probleme. Wir importieren uns in Massenkriminalität und natürlich auch ein enormes Sicherheitsrisiko für die autochthone Bevölkerung hier in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich auch der Bereich des radikalen Islamismus kommt mit den Flüchtlingsströmen in unserem Land. Ich werde auf dieses Thema noch gleich zu sprechen kommen. Aber was kann man wirklich machen und wie sieht man aktuell, dass die ÖVP vor allem im Bereich Asyl gerade in Geiselhaft der Grünen ist, ja, weil die Grünen haben ja die ÖVP jetzt wirklich in der Hand, weil ja diese Koalition an einem seidenen Faden in Wahrheit hängt und die Grünen bekommen ihre Blödheiten in anderen Bereichen durch und verhindert... Herr Abgeordneter, ich würde Sie ersuchen, den Begriff Blödheit zurückzunehmen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Kollege Leichtfried, ich glaube, ich habe noch ungefähr 50 Minuten, schauen wir mal. Meine Damen und Herren, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Ordnungsruf. Genau, bei den Geschichten und Aktivitäten der Grünen. Ja? Dann bringt man konkrete Vorschläge, ja, die Situation entschärfen würde, wie gestern im Innenausschuss.
und alles wird abgelehnt, weil vor allem die Grünen Probleme haben. Wenn man sich erlaubt zu fordern, dass man was ändern muss, weil es nicht sein kann. Wir brauchen in Wahrheit einen Paradigmenwechsel im gesamten Asylsystem. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es jeder, der es irgendwie über die österreichische Staatsgrenze schafft und das Zauberwort Asyl ausspricht, hier in unserem Verfahren ist und wir keine rechtliche Möglichkeit haben, diese Herrschaften, die ja alle illegal eingereist sind, weil wir haben ja Schengen und wir haben auch Dublin, ist nach wie vor gültiges Recht, dürfte ja kein einziger eigentlich auf diesem Weg nach Österreich kommen und wir können das nicht machen. Dann haben wir Richter, die die Polizei verurteilen, weil die Pushbacks, also die Rückweisungen an den Grenzen ja illegal sind. Und das gehört geändert. Und der Herr Kollege Bürstmeier war da ganz entrüstet über das Rechtsverständnis, das die FPÖ hat, weil das ist ja das heilige Unionsrecht und das steht ja immer über nationalen Recht. Na, wie haben das dann die Polen gemacht im Vorjahr, als sie Europa gegen diesen Massenansturm aus Weißrussland verteidigt haben, meine Damen und Herren. Und es gibt Länder auch wie die baltischen Staaten, Litauen und Lettland, die sich auf EU-Ebene bemühen, um Pushbacks zu legalisieren. Und das müssen wir als Österreich unterstützen. Das sind wir auch den Polizisten und Bundeswehrsoldaten schuldig, die einen großartigen Job machen auf den Grenzen, aber die die Probleme eben haben, dass sie nicht das notwendige rechtliche Rüstzeug und die notwendige politische Rückendeckung haben, meine Damen und Herren. Also wir haben gefordert, dass zum Beispiel die Koppelung der österreichischen Steuergelder für die Entwicklungszusammenarbeit an Rücknahmeabkommen geknüpft wird. Na, selbstverständlich, in der Entwicklungszusammenarbeit, da geht es um hunderte Millionen Euro österreichischen Steuergelds und jene Länder, die diese Gelder auch bekommen von Österreich, sollen doch bitte auch ihre Staatsbürger zurücknehmen. Da kann ja niemand was dagegen haben, vor allem niemand von der ÖVP. Eine Reform des Schengener Grenzkodex für unbefristete Grenzkontrollen, damit Österreich jederzeit eigenstaatlich die Möglichkeit hat, über die eigenen Grenzkontrollen auch entscheiden zu können. Und auch ganz wichtig, Abschluss weiterer Rücknahmeabkommen, nämlich bilaterale Abkommen zwischen der Republik Österreich und gewissen Migrationsursprungsländern, speziell mit Syrien, Irak, Afghanistan, habe ich vorher angesprochen, Syrien und Afghanistan, die Hauptmigrationsursprungsländer, Bangladesch, Somalia und auch Ägypten. Ich meine, das kann es ja nicht sein, dass Ägypten ein beliebtes Urlaubsland auch der Österreicher ist, aber Ägypten nimmt die eigenen Staatsbürger nicht zurück, die hier in Österreich illegal aufhältig sind. Also da müssen wir etwas tun und ich fordere, und ich habe das im Innenausschuss gemacht und ich mache das hier noch einmal, es gibt ja einen, es war ja damals das Beste aus zwei Welten und die ÖVP hat versprochen, die restriktive Asylpolitik weiterzuführen und darum gibt es auch einen koalitionsfreien Raum. Es gibt eine Klausel, dass Sie im Asylbereich auch Gesetze und Maßnahmen beschließen können, ohne die Koalition zu sprengen. Ich biete Ihnen hier und jetzt erneut die Mithilfe der Freiheitlichen Partei an, für ein restriktives Asylsystem in diesem Land zu sorgen. Nehmen Sie es an von der ÖVP, wenn Sie noch einen Funken an Glaubwürdigkeit bei Ihren Wählern auch verteidigen wollen. Und jetzt, weil ich vorher gesagt habe, ich komme noch mal kurz auf den Islamismus und das passt meines Erachtens schon zum Thema und weil wir Sie hier haben, Herr Innenminister, heute ist ja medial publiziert worden, dass von unserem Verfassungsschutz, von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst eine IS-Zelle, Islamischer Staat, in Österreich identifiziert wurde. Angeblich gab es konspirative Verabredungen und Vorbereitungen auf Anschläge, die gegen Massenveranstaltungen in ganz Europa gerichtet sind. Da wurde auch genannt, dass der Vienna City Marathon möglicherweise im Fokus stand. Das wurde mittlerweile dementiert. Auch die Finanzierung, die Terrorismusfinanzierung über Österreich soll eine Rolle gespielt haben. Und es wurde in Österreich zumindest ein Mitglied dieser Zelle identifiziert, nämlich ein Iraker, der 2015 illegal mit der Migrationsbewegung nach Österreich eingereist ist und hier angeblich auch einen Schutzstatus immer noch hat. Festgenommen wurde aber scheinbar niemand. Und das Merkwürdige ist, es gibt zu diesem Fall widersprüchliche Meldungen in den Medien. Es gab zwei Medienberichte, einmal in der Kronenzeitung und einmal über die APA. Und vielleicht können Sie uns da ein bisschen erhellen, Herr Innenminister, woher stammt die Information?
Ich habe keine OTS-Meldung vom BMI gefunden. Ich habe nichts gelesen auf der Homepage vom Bundesministerium für Inneres. Haben Sie das den beiden Medien, nämlich der Krone und der APA, exklusiv gegeben? Was stimmt von diesen Meldungen, was nicht? Und ich glaube, das Plenum und auch die Öffentlichkeit hat jetzt ja recht, da schon ein bisschen was drüber zu wissen. Und warum, und das interessiert mich auch aus Gründen der Sicherheit, warum ging diese Information überhaupt nach draußen zum jetzigen Zeitpunkt? Weil es wurde ja niemand festgenommen, ja, scheinbar, aber es wurde eine Person identifiziert. Das heißt, warum wird so eine Geschichte nach außen kommuniziert, ohne dass konkrete staatspolizeiliche Maßnahmen stattgefunden haben? Also das würde mich wirklich interessieren. Und wenn ja, wenn was stattgefunden hat, warum wurde niemand festgenommen? Also das ist, glaube ich, auch eine Frage der Sicherheit, weil da werden ja, wenn das wirklich eine europäische Terrorzelle ist, dann werden in den anderen Ländern die Mitglieder dieser Zelle geradezu aufgescheucht. Und das ist keine professionelle Kommunikationsstrategie von wem auch immer. Und das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist entscheidend, obwohl nirgends nachvollziehbar ist, wo der Ursprung dieser Meldung an die Zeitungen herkommt, findet sich ein Zitat von Ihnen, Herr Minister, wo Sie die Arbeit des Verfassungsschutzes loben. Also bitte klären Sie uns da und klären Sie vor allem die Bürger ein bisschen auf. Aber nochmal, um jetzt den Kreis zu schließen, um auch alle islamistischen Umtriebe in Zukunft zu verhindern in Österreich, müssen wir die Grenzen dicht machen und müssen wir verhindern, dass diese Leute nach Österreich kommen, dann brauchen wir uns auch nicht mit deren Umtrieben und Schandtaten auseinandersetzen. Viele Fragen des Abgeordneten Amesbauer von der FPÖ an den Innenminister. Unter anderem hat der Verfassungsschutz eine mutmaßliche IS-Zelle in Österreich identifiziert.